Hallihallo, ihr Lieben. Heute machen wir uns mal nochmal zusammen. Flotti Karotti fertig. Als erstes Primer. Und dazu dachte ich, weil ich in der letzten Zeit öfter Reels bekommen habe von mir, bezüglich Altersunterschied, erzähle ich euch auch mal, wie wir uns kennengelernt haben. Dazu schon mal vorab, nein, es war nicht auf einer Sugar Daddy Plattform. Das waren tatsächlich schon Fragen, die ich per Nachricht bekommen habe. Nein, war es nicht. Diese Geschichte wäre zwar spektakulärer, aber das ist nicht der Fall. Und zwar haben wir uns kennengelernt, gerade jetzt hier über Fasching, Fasen, Karneval, wie auch immer ihr es nennt. Habt ihr vielleicht öfter meiner Story gesehen von einem Musikverein. Und genau in diesem Verein ist es passiert. Ich bin ja schon etwas länger in dem Verein. Ich sage immer, ich bin schon in Rente tatsächlich. Und er kam ca. 10, 11 Jahre nach mir in den Verein. War immer so lustig. Kennt ihr René Marek? Den hat er immer so toll nachgemacht, muss ich immer sagen, es war so lustig. Und ja, irgendwann habe ich dann mitbekommen, wie alt er ist. Und dann habe ich ein bisschen Schiss gekriegt. War ein bisschen komisch, aber ich dachte so, was soll schon passieren? Außer, dass meine Mama mich verstößt. Das war aber nicht der Fall. Von meinem Papa hatte ich tatsächlich weniger Angst. Liegt einfach daran, dass er auch eine jüngere Frau hat. Ich kann euch aber sagen, es war völlig unbedacht, die Angst bei meiner Mama. Die fand es sogar eher lustig, weil sie ist nur 2 Jahre älter als er. Naja, im Großen und Ganzen dachten wir dann beide, so komm, wir probieren es mal. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst vor der Reaktion von seiner Familie, aber er hätte ja auch schon 2 große Töchter gehabt, die jetzt natürlich noch größer sind. Und dann dachten wir, wir probieren es mal. Ja, jetzt sind wir fast 11 Jahre zusammen. Fast 7 Jahre verheiratet. Ich würde sagen, der Versuch ist geglückt. Natürlich gab es und gibt es auch einige Kritiker, aber das ist doch immer so. Das ist egal, ob man Altersunterschied hat oder nicht. Und wie überall gilt halt auch, das Wichtigste ist, dass ihr miteinander klarkommt und glücklich seid. Was andere sagen, ist völlig Wurst. Wenn ihr dazu Fragen habt, immer her damit. Ich gehe damit ganz offen um. Lieber so, wie das Gerüchte entstehen. Jetzt habe ich euch zugequatscht und bin fast fertig mit meinem Make-up. Auch wenn ihr hierzu Fragen habt, immer her damit. Und ich zeige euch gleich noch, wenn ich fertig bin. Tada, das war's. Wenn du mich jetzt heute zum ersten Mal gesehen hast, würde es mich sehr freuen, wenn du mir folgst und ein bisschen Liebe da lässt und gerne auch kommentierst. Schön mit euch und bis dann. Ciao, Kakao.